Willkommen zur zweiten Folge von Die wilde Welt von Wim. Heute gehen wir ein bisschen in die Tiefe. Wir haben in der letzten Folge ja besprochen, wie man ein File schließt und speichert. Oder speichert und schließt in einem. Yay! Deswegen jetzt ein bisschen ums Bearbeiten von Files. Wir öffnen uns also wieder mal schnell hier eine Datei. Das war Quatsch. Da war noch Zeugs in der Zwischenablage. So. Wir haben das File jetzt offen. Was machen wir jetzt damit? Nun, wie beim letzten Mal schon beschrieben, wir können mit i einfach drauf lostippen. Aber, das wäre albern. Wir können nicht nur mit i einfach den Insert Mode betreten, wir können auch einfach A drücken. A appended hinter dem aktuellen Cursor, also ein Zeichen nach dem aktuellen Cursor, und man fängt dort an zu tippen. Oder wir drücken kleines O und fangen in der Zeile unter unserer aktuellen Position an. Da aber Vim sehr logisch aufgebaut ist, kann man auch mit Shift und dem Kommando das Gegenteil machen. Also kleines o ist unterhalb unserer aktuellen Zeile anfangen, großes O ist überhalb unserer aktuellen Zeile anfangen. Dieses mit Shift kleine und große Buchstaben, um das Kommando zu invertieren, da werden wir öfter drüber stolpern. Also, zweites wichtige Kommando übrigens, es gibt kein Steuerung Z, aber es gibt ein U. Also würde man für rückgängig machen, panisch Escape drücken und U drücken. Gut, angenommen, wir wollen unser File ein bisschen ändern, was wir hier haben. Da gibt es das schöne Kommando Change mit einem kleinen C eingeleitet. Das heißt, ich springe jetzt einfach mal irgendwo random in mein File und sage, ich möchte ein Wort ändern. Dann tippe ich CW. Das Wort wird gelöscht und ich kann anfangen, das neue Wort einzutippen. Oder ich möchte zwei Wörter ändern. Dann drücke ich C2W, Change Two Words. Oder ich möchte vier Worte ändern. C4W. Change forwards. Klar. Angenommen, ich bin hier in einer Zeile und sage, ich möchte ein Wort ändern, mache ich CW. Das Wort verschwindet und ich schreibe jetzt einfach Test hin. Habe ich gemacht. Drücke Escape. Sehe, in der nächsten Zeile drunter möchte ich die gleiche Änderung machen, ein Wort wegmachen und dafür einfach das Wort Test hinschreiben. Manövriere ich an das Wort ran. Und drücke den Punkt. Mit Punkt wiederhole ich mein letztes Kommando. Wie praktisch ist das denn? Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt eine, sagen wir, etwas größere Änderung hat und in einem File zum Beispiel, sagen wir, alle Okays sucht und sie durch Fail ersetzen möchte und das nicht direkt mit einem Kommando, sondern vielleicht sich durchgucken, ob es wirklich das richtige Okay ist, würde man nach dem Wort okay suchen, es mit CW ändern und Fail eintippen. Noch sind wir im Insert Mode. Ich drücke Escape, um den Insert Mode zu verlassen in unseren normalen Modus. Manövriere mich zum nächsten Okay und drücke Punkt. Eigentlich ganz einfach. Aber es geht nicht nur Change Word, also CW. Ich kann auch CL zum Beispiel machen. Change Letter. Oder CC. Das ändert die gesamte Zeile. Change Zeile. CC. Völlig klar. Und ein weiteres wichtiges Hilfsmittel natürlich. Wir kennen das ja alle aus unseren gewohnten Textverarbeitungsprogrammen. Ist sowas wie Kopieren und einfügen. Was ich sehr praktisch finde hierbei ist, es gibt die Möglichkeit, ganze Zeilen direkt zu kopieren.
und an anderer Stelle einzufügen. Das macht man, indem man sich eine Zeile aussucht mit den Cursor-Tasten, zweimal Y drückt, dann ist es kopiert und mit P wird es unterhalb meiner Cursor-Position eingefügt. Und wer hätte es gedacht, mit Shift-P überhalb meiner Cursor-Position. Wieder das gleiche. Na, wenn ich großen Buchstaben statt kleinen Buchstaben mache, invertiert sich mein Kommando. Wir können aber nicht nur kopieren mit YY, wir können auch mit DD ausschneiden und mit P wieder einfügen oder mit Groß-P oben drüber einfügen. Ein kleiner Punkt an der Stelle vielleicht noch. Hardliner werden behaupten, dass man nicht mit den Cursor-Tasten in Vim sich fortbewegen sollte, sondern klassisch, wie es die Erfinder sich gewünscht haben, mit H, J, K und L. Das ist mir zu orthodox. Da halte ich nichts von. Wir sind moderne Menschen, wir haben Pfeiltasten und wir können sie auch nutzen. Wir sehen, Vim ist ein sehr schöner Editor, um Dinge zu kopieren, zu ändern und einzufügen. Und jetzt ein fröhliches Escape, 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 Doppelpunkt Q, Ausrufezeichen euch allen.